Hallo zusammen. Ich wollte einmal meine Erfahrung mit der Zehn-Finger-App teilen, weil ich wirklich ganz, ganz begeistert bin von dem Programm. Und ich glaube, das könnte auch ganz vielen anderen helfen, das Zehn-Finger-Tippen in einer relativ kurzen Zeit zu erlernen. Ich selber bin schon arg lange am PC tätig, aber auch beruflich jeden Tag damit zu tun und hatte zu meiner Anfangszeit auch einen Zehn-Finger-Kurs besucht. Der war allerdings so komplex, so theoretisch, dass es mir ehrlich gesagt die Lust daran verdorben hat, das nochmal neu zu lernen oder zu vertiefen, weil dieser Kurs damals hat mir gar nichts gebracht. Da bin ich per Zufall auf die Zehn-Finger-App gestoßen und kann sie wirklich, wirklich nur weiterempfehlen, weil ich das so bis dato noch gar nicht kennengelernt hatte oder kein Programm kenne, was das so bietet. Einfach von der ganzen Struktur her, sei es, dass man eingeführt wird in die ganze Thematik, dass man viele Bilder hat, die die Thematik auch beschildern, die einem auch zeigen, hey, da soll es das Ziel, da geht es hin, mit ganz vielen Tipps und vor allen Dingen dann in den einzelnen Einheiten, in den einzelnen Lektionen, durch die Bebilderung, durch die Texte, durch die Merksätze, durch die Ankerpunkte, durch die Audiodatei, durch die Übungen an sich in einer Lektion, habe ich das Gefühl, ging das alles ziemlich schnell in meinen Kopf rein. Ich konnte auch die Zusammenhänge viel besser erkennen. Und dadurch kann ich wirklich sagen, ich habe mir jetzt einen ganzen Tag Zeit genommen und ich beherrsche das Zehn-Finger-Tippen. Das ist richtig, richtig cool. Natürlich bedarf es Übung. Ich muss dranbleiben, damit man einfach auch schneller wird und nicht, ja, man muss sich immer noch ein bisschen konzentrieren und schauen, ist der Punkt, ist der Finger richtig gesetzt? Ja, okay, jetzt kannst du dich, ne, weiter nach vorne arbeiten oder nein, hier den Buchstaben einmal wählen. Also man denkt schon immer noch viel mit. Es ist noch nicht ganz intuitiv, aber ich beherrsche es. Ich gucke nicht auf die Tastatur. Und was ich für mich noch sagen muss, was recht kompliziert ist, sind die Sonderzeichen. Da werde ich auf jeden Fall noch üben, 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 damit ich das auch ja, verinnerlicht bekomme. Aber ich kann die Zehn-Finger-App empfehlen. Es hat mir sehr, sehr viel gebracht und ja, einfach ein tolles Programm. Vielen Dank.